nun ist es passiert. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen beim großen Rennen von Matthias Wolfram mit den Stehern. Und heute Abend war es genau so, dass Maximilian Levy heute mal seinen Kollegen mal gezeigt hat, wie schnell er fahren kann. Und ich gehe einfach mal rüber. Matthias Wolfram hat sein ganzes Team mitgebracht und natürlich sein Maskottchen, der Bär. Kann der Bär auch sprechen? Er ist schüchtern. Der Bär ist schüchtern? Der Bär ist schüchtern, ja. Matthias, du hast immer jedes Jahr so ein tolles Team. Und wie schaffst du das immer? Ich habe dich gestern Abend schon gefragt. Die Frage war, wie ich das schaffe. Ja, naja, das ist ein gestandenes Team, das muss ich mal sagen. Unser Bär ist schon jahrelang dieser Bär, also der drinsteckt, der jetzt nicht reden kann. Aber da muss man schon Körner haben, um da durchzuhalten. Ne? Ich habe ihn ja letztes Jahr nachts noch erlebt, wo er in der Disco abgehottet hat. Aber darunter muss man doch ein bisschen schwitzen, oder? Ja, natürlich schwitzt man ein wenig. Er schüttelt den Kopf, aber es ist tatsächlich so. Und es sind schon einige Liter Wasser und später dann Bier, die da runterfließen müssen, um das zu kompensieren. Wie macht ihr denn das? Betreut ihr ihn den ganzen Abend? Genau, also wir führen ihn entlang und dann, wenn die Sicht bei ihm eingeschränkt ist, quasi die Treppe, helfen ihm wir runter. Und ja, genau, und begleiten ihn natürlich dann abends bei der Party, tanzen dann mit ihm und wir sind selber erstaunt, wie gut er in dem Kostüm tanzen kann und wie gut er aushält, mit uns die ganze, also ein paar Stunden durchzutanzen. Er nickt immer wohlwollend und sagt, das kann ich alles. Genau, genau. Kann der Bär wenigstens mal brummen? Recht häufig und richtig gut. Nico. Auch nicht. Na gut, also das macht aber nichts, aber es ist trotzdem schön und immer euch zu sehen, dass ihr hier abends mit eurem Chef, also das Team muss schon richtig stimmen, oder? Ja, natürlich muss das Team stimmen und was für uns natürlich wichtig ist als Berliner Unternehmen, dass der Berliner Bär, das Wahrzeichen von Berlin, auch hier bei dieser Veranstaltung für uns das Wahrzeichen sozusagen ist und es macht alle Jahre wieder Spaß. Ich glaube, mittlerweile ist es das 19., wo wir hier als Ausstatter aktiv sind und dann nach und nach immer mehr auch als Sponsor. Es macht eben in Heiden Spaß. Die Halle ist voll. Toller Sport. Also Matthias, ich gucke jetzt mal ganz weit nach vorne. Wenn die Olympiade da ist, dann hat er ja zumindest noch die Ringe hier vorne drauf, oder? Na, erstens hoffe ich mal, dass wir uns gegen Hamburg durchsetzen und die Olympiade tatsächlich nach Berlin kommt. Und wenn es so ist, dann kriegt er natürlich auch noch die olympischen Ringe hier drauf, ganz klar. Habt ihr beide den schon oben unterschrieben für Berlin? Nee, noch nicht. Dann werden wir sicher noch nachholen. Und der Bär muss natürlich auch unterschreiben, ne? Natürlich, da helfen wir ihm natürlich auch wieder dabei. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr hier wart und toi, toi, toi. Danke. Danke, Matthias, danke.